Folge 7 von Lego Marvel Avengers und jetzt taucht der Helicarrier ab oder was? Ach, das ist aber auch doof. Der Aufzug funktioniert nur mit dem Schild von Captain America. Seit Wochen können die hier nicht wegfliegen. Das ist halt der Patriotismusträger. Da kommt noch so ein Knopf. Der ist dann so ganz altmodisch. Das ist ein Hebel. Aber haben wir das nicht schon in dem anderen Avengers-Spiel gemacht? In den Marvel Super Heroes? Ja. Ich bin mir gerade überhaupt nicht mehr sicher, was ob das da drin war. Ja. Das spielt ja eigentlich nach dem Film. Ja. Aber stimmt. Da war doch auch ein Helicarrier-Level dabei. Ich glaube schon. Man springt doch da auch von runter, um in die Welt zu kommen. In die Welt zu kommen, genau. Wir haben einen Treffer. Wie alle diese Getränke. So, oder? Königstraße 28. Er versteckt sich nicht gerade. Captain, Ihr Einsatz. Der Schlüsselpfeil. Wollen wir wetten, das ist wieder kein Level? Ich bin da vor mir. Ich sagte... Nicht vor so einem Fiesling. Das war im Original gar nicht Stan Lee. Stimmt. Geschichtsverdrehung. Ja. Und eigentlich kommt noch Iron Man noch als erster. Oder? Das weiß ich nicht mehr. Der Mann aus einer anderen Zeit. Ich bin nicht der altmodisch ist. Loki, wirf die Waffe weg und ergib dich. Nee, Iron Man ist doch da gar nicht in der Szene. Doch. Echt? Da kommt dann die Musik. Und da kommt er angeflogen und schießt ihn um. Ach, guck mal, das dürfen wir doch spielen. Es verlangt euch nach Unterwerfung. Aber man spielt Loki. Doch nicht. Ja, einen von den Zivilisten. Jetzt müssen wir Loki bekämpfen. Die Zivilisten aber auch. Ich bin dafür, erstmal die Zivilisten zu bekämpfen. Wie kann er das alles abwehren? Die unschuldigen Zivilisten. Ich glaube, das bringt so nichts. Das müssen wir anders machen. Müssen wir so einen Team-Move irgendwie machen? Das bringt so nichts. Aber ich komme mal zu dir, vielleicht können wir so einen Team-Move machen. Nee, die tut er uns gar nicht an. Dann schauen wir uns mal um. Ja. Hier ist bestimmt irgendwo ein noch besserer Superheld, der sich da kümmern kann. Mit dem Helicarrier muss ich ja immer an Saints Row 3 denken. Am Ende. Ja. So geil. Cool. Das waren noch tolle Let's Plays. Die haben so einen Spaß gemacht. Ja. Wir haben eigentlich noch anderthalb. Nee, das eine ist ja, das haben wir ja schon, oder? Saints Row 4 hatten wir gespielt. Ja, das haben wir gemacht. Aber das Get Out of Hell haben wir noch nicht gespielt. Nee. Ach ja, der Gag war, dass das die Next-Gen-Version ist, die nochmal, die es nochmal gab. Ne? Genau. Wir hatten das damals in der alten. Ein paar von den DLCs hatten wir nicht. Das hier mit den Dominatrix, was wir eigentlich mal als Add-on machen wollten. Haben wir das am PC gespielt oder haben wir das auf der Xbox 360 gespielt? Ich glaube, das haben wir auf der 360 gespielt damals. Hier kann ich hart abspeichern, glaube ich, oder? Ich speichere mal hart ab. Nee, doch, doch, nee, doch, so ein. Doch kein Speicherding. Ah. Das rollt ja aus wie hier diese Not-Fahne früher bei Command & Conquer. Oder auch GDI. So, gibt's hier noch? Also irgendwie ist es aber
komisch. Irgendwie wirkt es, als müsste man doch den angreifen. Aber warte mal, schau mal, der hat auch schon Lebenspunkte verloren. Ja. Hat der durch das Ausrollen Lebenspunkte verloren? Warte mal, hier kann man was sprengen. Daneben geschossen. Das ist aber nur so ein blöder Baustein. Hier ist das für... Da brauchst du auch jemand anders für. Was ist denn das? Was soll das sein? Irgendjemand mit so einem Maul. Was gibt es? Hier ist eine Telefonzelle. Jetzt haut nicht. Das hier ist schon erledigt, das Hydra-Dingsbums. Kann man hier mit irgendwas erledigen? Die Uhr leuchtet. Die sind hier nicht in Zurück in die Zukunft. Agent Carter kann da was machen. Oder ist das Black Widow? Das ist Black Widow. Ja, oder? Oder Agent Carter? Ich weiß nicht genau. Die haben wir aber gerade nicht dabei. Das war hier, hier ist noch irgendwie so ein Schrottdingsbums. Das kann man vielleicht noch so irgendwas umbauen. Das ist aber auch komisch, weil dann zeigt er das. Nee. Hm. Deshalb heißt auch die Mission Shakespeare im Freien. Hier ist was. Wo bist du? Ach so. Hart abspeichern. Muss die auch nicht irgendwie irgendwo hinlocken, dass der mit dem, ja, dem Jäger drauf schießen kann? Weil hier kann ich die Fahrräder befreien. Ja, hier ist immer so ein geil, man kann Fahrrad fahren. Echt? Ja, Mann. Oh, cool. Check this shit out. Aber irgendwie. Ach so. Oh, schau mal, was der macht mit dem. Mit dem. Aber warte mal, kannst du jetzt draufhauen? Warte, ich versuch's. Ja, schon, ne? Irgendwie so Bait-and-Switch-mäßig. Also wir bleiben bei der klassischen Strategie, keine Ahnung, was wir machen, draufhauen. Ja. Das sind seine Kopien. Ja. Seine Visionen. Dazu sagt Rainbow Schwan. Blend in der Verlockung der Freiheit. Was? Rainbow Schwan kommt zu dir aus einer anderen Galaxie oder ist doch nur Fantasy? Ich weiß nicht, wovon du redest. Die lustige Facebook-Seite, die heißt Nachdenkliche Sprüche mit Bilder. Mal guck mal, das war cool. Ein Team-Move. Und die macht sich über all die Leute lustig, die auf Facebook eben solche, jetzt kannst du ihn hauen, genau, ja, solche dummen, nachdenklichen Sprüche, die auf Bilder geschrieben sind, posten. Ah, okay. Indem es halt immer grammatikalisch falsche Sätze, also Rechtschreibung, alles falsch, total dumme Weisheiten, die eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, auch keinen Sinn ergeben. Und immer mit so einem leichten Esoterik-Positiv-Denken-Touch. Und dann gibt es halt eben wiederkehrende Figuren und eine davon ist Rainbow Galaxy Schwan. Also irgend so ein beschissener Schwan, der halt irgendwie so leuchtet. Und dann steht halt irgendwie drauf, Rainbow Schwan kommt zu dir aus ein andere Galaxy oder ist doch nur Fantasy? Fragezeichen. Es gibt keine Version der Geschichte, da kam, letztens die Family Guy Folge, wo Peter dann irgendwie, irgendwas passiert, irgendwas Schlimmes. Und dann meint Peter so von wegen, warte mal kurz, was macht er? Oh, er verschwindet. Nee, er taucht wieder auf. Da meint Peter so von wegen, oh ja, jetzt hat er endlich die Gelegenheit, auf Facebook so eine nichtssagende, betroffene Nachricht zu posten. So, ja. Schlimmer Tag, also dieses typische, irgendwie, ich will nicht sagen, was passiert. Ich wurde von meiner Freundin verlassen, will nicht sagen, was passiert, will aber von jedem bemitleidet werden. Was macht man denn da? Irgendwie reagieren die nicht auf. Wie ist so ein Scan-Ding? Hat jemand einen Scanner dabei?
machen sie mal alles mit Raketensalve kaputt. Kann. Au! Kannst du das? Kannst du auf mich schießen? Schieß mal auf mich. Ich hab den Schild jetzt gerade aktiviert. Mach nochmal. Nee, irgendwie reflektiert das nicht. Wie können wir. Am ehesten würde doch Iron Man sowas noch können, aber das macht man doch dann mit einem einfachen Tastendruck. Ah, hier, warte. Jetzt ging's gerade eben. Die hauen mich nicht mal weg. Wie macht er das? Jetzt. Die hauen mich immer. Achso, man darf. Okay, das funktioniert auch ein bisschen von vorne. Wieso habe ich denn zum Scannen das Display aufgemacht? Nee, du musst erst da. Knie nieder. Nicht heute. Hat er was gesagt? Kein Wort. Schaffen Sie ihn her. Hat einen ganz schönen Bumserbleib. Naja, Sie sind ja auch noch ziemlich rüstig für Ihr Alter. Fury hat mir nicht gesagt, dass Sie dabei sind. Ja, Fury erzählt Ihnen so manches nicht. Das hatte ich ganz vergessen. Das Tor ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da mitmacht. Nee. Wo ist der Tesserakt? Ich dachte, du wärst tot. Hast du getrauert? Wir alle. Unser Vater. Dein Vater. Jetzt hör mir gut zu, Bruder. Ich bin ganz Ohr. Die sind ja so geil. Das hier ist zu groß für dich, Mann aus Metall. Wenn er den Würfel rausrückt, kriegst du ihn. Aber bis dahin. Steh nicht im Weg. Tourist. So, das kann ich hier wegsprengen. Hier ist noch oh, es ist ekelhaft. Schau mal da hinten. Große Spinne. Davon gibt's fünf in dem Level. Nein. So, Europa Park all over again. Magst du den nicht solo spielen? Ist ja doch so geil. So aus diesem Waldabschnitt, wo ja eigentlich nichts ist, außer dass die sich da kloppen, da auch wieder ein Level draus gebaut. Mhm. Aber das wäre eher eine Szene, die wichtig ist. Also die da passiert ja auch im Film ein bisschen was. Ich bin gespannt, wie doll das noch hin und her springt. Zum Beispiel könnte ich mir fast vorstellen, dass diese Mutter gewahr, dass ihr mit den Vorhängen spielet. Dass diese eine Captain America-Szene da die einzige ist aus dem ersten Film. Weil was sollen ihn da noch groß. Ich meine, wie oft will er sich da zurück dran erinnern und was wollen sie da noch groß machen? Leg den Hammer weg. Ja, jetzt gibt er aber ein bisschen an, oder? Hast du das Video gesehen zu diesem eingestellten Avengers Co-op-Spiel? Ich glaube ja, aber ich weiß Kannst es nicht. Kannst du dich erinnern, von wem das war? Also welcher Entwickler da dahinter steckte? Gar keinen Fall. Das habe ich ganz vergessen, weil das war irgendwie voll cool. Das war halt ein Avengers-Spiel, was so ein bisschen in die Richtung von Left 4 Dead irgendwie ging. Also so ein First-Person
Koop-Spiel mit den Avengers, aber basierend auf der Comic-Lizenz. Und es hätte halt lauter so Sachen gehabt, was man hier eben auch als Team-Moves hat, so dass der Strahl von Iron Man mit dem Schuss von, andersrum, dass der Schuss von Iron Man mit dem Schild von Captain America reflektiert werden kann. Oder dass man irgendwie mit dem Hammer von Thor auf dem Schild von Captain America das aufladen kann. Und diese ganzen Moves halt, da werden im Zentrum gestanden, dass man da halt wirklich zusammenarbeiten muss. Und das sah halt irgendwie in diesen Videos, die es davon gab, schon total weit fortgeschritten und echt cool aus. Und dann haben sie das aber komplett eingestampft. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Entwickler das war. Diese Combo-Sachen, die gab es aber zum Beispiel auch schon in den... Wie hießen denn diese... Oder musst du dich da reinstellen und dann auch mich... Nee, ich glaube, du musst erstmal das hier freie... Du musst es zuerst drücken und dann muss ich nochmal... Hast du schon Kreis gedrückt? Wie hießen... Ah, jetzt war da noch nicht was. Das wäre eigentlich Schwachsinn, wenn ich den mit seinem Blitz... Ach, ich muss hier in den Generator. Wie hießen denn diese Action-Rollenspiel-ähnlichen Dinger, die man auch im Koop spielen konnte? Ja, diese Marvel Ultimate Team-Dinger. Ja. Hießen die so? Also da gab es zwei Teile von. Der erste war gigantisch groß... der zweite war ein Eckchen hübscher, war dann aber. Nee, musst du machen. War dann aber ein bisschen kürzer. Aber die waren gut. Ja. Ich dachte, das wäre. Da konnte man auch diese ganzen Helden spielen. Ich dachte, das wäre Ultimate Team gewesen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie die hießen. Da ging es auch. Die waren auch krasser Fanservice, also da ging es echt überall hin. Haben wir das nicht mal zusammen gespielt? Es kann sogar ehrlich gesagt sein. Und uns dann total gewundert. Dass das nicht mehr aufhört. Ja, ja. Haben wir das? Ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das mit Felix damit so gut habe. Ich weiß nicht, ob wir es durchgespielt haben. Wir haben es, glaube ich, durchgespielt. An einem Wochenende oder so, ist irgendwann nicht mehr aufgehört. Es hörte nicht auf. Also der zweite Teil war dann wesentlich kürzer. Das erste hörte nicht auf. Da ist man dann auch irgendwie in Unterwasserwelt und tralala. Falls ihr übrigens fragt, wo das Video da so ist, ich glaube, damals haben wir noch Computerspiele gespielt, ohne das aufzuzeichnen. Ja. Ihr Dummies. Echt? Wir hätten das erfinden können. Ja. Und überlegt mal, wie reich und berühmt der Erfinder der Let's Plays heute ist. Ja. Ja? Überlegt mal, eine ganze Weile werdet ihr da überlegen müssen. Also irgendwas kann man hier mitmachen. So, kaputt kann man es noch nicht machen. Dann ist hier auch gleich Ruhe im Karton. Stopp, blöde Spinne. Ich gebe mir alle Mühe, die Natur zu vernichten. Ah, jetzt. Und jetzt werde ich belohnt. Okay, alles geht mit Blitzen kaputt. Kann man den jetzt einfach umhauen? Okay, er hat mich zurückgeworfen. Kann man auf ihn schießen? Dann kann ich was bauen. Was ist das denn? Das ist eine Geisterfalle für die Ghostbuster. Das ist... Jetzt kommt Verstärkung aus den 50er Jahren. So sehen zumindest diese Radarwellen aus. Das ist die Iron Legion? Oder die, wie heißt der Hulkbuster-Anzug? Das ist zumindest in den Teamfarben gebaut. Ach, es ist. Hä? Was ist das denn? Gigantische Kanone. Und natürlich kann Captain America sie abschießen. Ja. Der sieht ja auch aus, als würde er vom Zirkus kommen. Das war jetzt unspektakulär. Das reicht jetzt. Ich weiß nicht genau, was du hier vorhast.
Ich bin hier, um Lokis Pläne zu vereiteln. Dann beweis es. Und leg den Hammer weg. Ich soll den Hammer weglegen? Wie ist das Vibranium, oder? Das Material? Das weiß ich nicht. Weiß immer nur Adamantium. Sind wir dann hier fertig? Wir sind hier fertig, sagt er. Recht hat er. Bis zum nächsten Mal. Ciao.